Emotional stabil werden. Kann man das überhaupt und wie geht das? Werde ich dir in diesem Video kurz und knapp wieder auf den Punkt gebracht erklären, wie ich damit auch selber im Alltag klarkomme, emotional stabil zu sein. Die meisten von uns sind emotional nicht stabil, weil wir es nicht gelernt haben und weil wir aber gelernt haben, dem Verstand zu folgen und zu glauben, wird uns ja auch so beigebracht in der Schule, und unserem Ego zu folgen unbewusst, wir merken das ja gar nicht, sind wir die ganze Zeit emotional unstabil, weil damit geben wir Schuld an die Religion, an Gott, ich wurde bestraft, weil ich. Wir geben die Schuld ab an unseren Ex, an die Eltern, ne, weil die uns so erzogen haben. Das heißt, die Schuld wird immer nach draußen abgegeben. Unser Ego, der macht ein interessantes Spielchen, wir geben ihm ganz viel Aufmerksamkeit und natürlich kann er dann ganz stark da stehen. Wir brauchen unser Ego, aber er bekommt zu viel Aufmerksamkeit, viel zu viel, was er gar nicht verdient hat. Wie kann ich denn jetzt emotional stabil werden und in die Eigenverantwortung gehen und raus aus dem, die sind schuld und deswegen geht es mir so schlecht? Weil sobald immer einer schuld ist, guck mal den Spiegel an. Was bedeutet das? Ich bin das Opfer. Willst du wirklich Opfer sein? Ich weiß, es gibt genug da draußen, die wollen Opfer sein, unbewusst, weil sie bekommen Aufmerksamkeit. Wenn du das aber bemerkst, kannst du dich entscheiden, dass du nicht mehr Opfer sein willst, weil dann bist du in deiner Eigenermächtigung, dann bist du diejenige, die ihr Leben in eine gewisse Richtung lenken kann. Früher habe ich es selbst nicht verstanden, weil ich dachte, jetzt ist doch alles Schicksal. Es gibt Dinge, die für uns vorher bestimmt sind, bestimmt. Aber du sitzt am Lenkrad deines Lebens und du kannst mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen, mit deinen Emotionen, mit deiner Heilung ganz viel bewirken in deinem Leben und die Richtung umlenken in eine Richtung, die dir besser gefällt. Aber erst dann, wenn du in die Eigenermächtigung kommst und rauskommst von, ja, aber wegen meinem Mann, aber wegen meiner Mutter, aber wegen meinem Vater, wegen meinem Ex, ja, aber wegen der Religion, aber Gott hat mich bestraft. Solange wir so die Schuld immer nach draußen abgeben, können wir emotional nicht stabil werden und unser Ego spielt mit uns darum und versucht uns die ganze Zeit dieses Gefühl zu geben, wir können es jetzt gerade nicht ändern, weil andere sind ja schuld. Solange wir das glauben, wird unser Unterbewusstsein das Signal von uns bekommen. Ich bleibe jetzt als Opfer, ich bleibe hier, wo ich bin. Es macht keinen Sinn, weil die anderen sind ja schuld. Ja, brauchen wir gar nicht nach einer Lösung zu suchen. Emotional stabil werden können wir, wenn wir beobachten, was in unserem Kopf gerade vorgeht, wem wir gerade die Schuld geben und was für Emotionen in unserem Körper da sind. Rausnehmen die Gedanken, wer schuld ist, und reingehen in die Emotionen mit ihr bleiben. Habe ich es öfters wiederholt in meinen Videos und ihr kennt das, ne? Umso öfters man etwas wiederholt, desto eher ist es drin. Wenn man jetzt für dieses Video oder für ein Seminar mehr Geld ausgibt, würde man es wahrscheinlich auch mehr umsetzen. Es gibt einfach viel zu viele Videos auf YouTube. Man guckt die ganze Zeit darum, aber guck lieber ein paar wenige Videos und setz die um, als wenn du zu viele Videos guckst und nichts davon umsetzt, bringt deinem Leben nichts. Einfach nur Zeitverschwendung. Genauso wie mit Büchern lesen. Aber dazu mache ich nochmal ein extra Video. Also, wenn du emotional stabil sein willst, beobachte deine Emotionen und bleibe mit ihnen. Und beobachte deinen Verstand, wie er funktioniert. Er kann dich in die Irre führen. Sehr, sehr spannend. Wenn wir unseren Verstand beobachten und sehen, dass da, wo ich gerade mit Widerstand reagiere, Widerstand gegen mein Leben, Widerstand gegen gewisse Situationen, Widerstand gegen mich selbst, weil ich gewisse Entscheidungen getroffen habe, die nicht gut sind, wenn ich also mit Widerstand reagiere, weil meine Gedanken da total in die negative Richtung gehen, wird die Energie um mich herum auch mit Widerstand antworten. Das heißt, ich bleibe und stecke fest in der Situation, in der ich bin. Selbst wenn ich aus der Beziehung rausgehe oder den Job wechsle, dieser Widerstand, den ich habe gegen gewisse Emotionen und Gedanken, werden immer aufrechterhalten bleiben. Ich manifestiere, dass es weiterhin bleibt. Kann ich einen Weg finden, mit der Emotion zu bleiben, die gerade da ist? Jede Emotion, die hochkommt. Wir schaffen es im Alltag nicht immer. Ne? Es gibt Situationen, da kannst du jetzt nicht einfach traurig sein, weil du vielleicht in einem Gespräch bist bei der Bank oder beim Arzt und keine Ahnung, oder mit der Schule oder was weiß ich. Aber danach, wenn du die Zeit wieder findest für dich, und das sollten wir machen, das sollten wir wirklich täglich machen, 5 Minuten, 5 Minuten vorm Schlafen, nee, vorm Schlafen ist oft schlecht, vielleicht morgens, wenn du aufstehst, dir die Zeit zu nehmen, mit deinen Emotionen zu bleiben, emotional stabil bleiben kannst du, wenn du mit deinen Emotionen bleibst, ohne sie zu bewerten, ohne die Menschen zu bewerten, ohne deine Situation zu bewerten, warum es so schlimm ist, warum es so schlecht ist, was gerade passiert ist, sondern mit der Emotion zu bleiben. Wir haben das so gelernt, im Außen immer alles zu verurteilen, alles zu beschuldigen und wie kann man nur so schlimm sein und wie kann man nur, anstatt in unserem Gefühl zu bleiben. Und merkst du jetzt, was das für eine Energie ist, wenn ich anfange, boah, wie kann man nur, und anfange,
andere zu verurteilen, meine Situation zu verurteilen, was für eine schwere Energie das ist. Man kann das spüren im Körper. Ganz schwere Energie. Was manifestiere ich? Was manifestiere ich gerade für mein Leben, wenn ich so bleibe? Und wie ist es, wenn ich rausgehe aus der Verurteilung erst einmal? Die werden nie verurteilungsfrei sein, aber ne, rausgehe erstmal aus der Verurteilung und in meinem Körper bleibe mit der Emotion. Damit lerne ich, mehr stabil zu sein mit den Emotionen, die ich in mir habe. Jetzt müssen wir aber aufpassen. Menschen, die sehr, sehr, sehr schwer traumatisiert sind, können mit dieser Übung schon Probleme haben. Was sie brauchen, ist einen Menschen oder einen Therapeuten, dem sie vertrauen, mit dem sie über ihre Themen sprechen können, um wieder fühlen zu können, weil es gibt genug Leute, die können nicht fühlen. Und es ist nicht, weil sie dumm sind. Es ist, weil der Körper sich schützt. Es sind so viele harte, schlimme Emotionen in einem, dass wenn man jetzt anfängt zu fühlen und es zuzulassen, überwältigt es dein System. Du kannst zusammenbrechen. Ja, du kannst in Ohnmacht fallen. So schlau ist unser Körper, dass er das lieber runterdrückt und uns gefühllos lässt, dass wir es nicht zulassen, was da jetzt gerade ist. Deswegen auch hier aufpassen. Ich mache zwar hier genug Videos, kann aber nicht immer auf jeden einzelnen Fall eingehen, weil Menschen einfach unterschiedlich sind. Und wenn ich sage, fühle deine Gefühle, heißt das nicht, dass es für alle richtig ist, Gefühle zu fühlen. Es gibt genug Menschen, sie können es einfach nicht und kämpfen nicht gegen dich. Wenn du es nicht kannst, dann kannst du es nicht. Dann such dir jemanden, der dich begleiten kann. Mach dich da nicht, zwing dich nicht zu Dingen, die du nicht kannst. Wenn du eine gute Freundin hast, die sehr aufmerksam ist, dann kannst du mit ihr üben, in deine Gefühlswelt reinzugehen. Wenn dein Körper das Gefühl hat, da ist jemand da, ich fühle mich sicher, dann kann er den ganzen Dreck rauslassen an Emotionen, die da sind. Weil es kann sein, wenn du anfängst zu fühlen, dass diese unterdrückten Emotionen sind, die da waren mal als Kind, Schmerz, Wut, Traurigkeit, Frust, dass die auf einmal hochkommen. Dass die auf einmal brutal alle auf einmal wie eine Lawine hochkommen und du zusammenbrichst und weinst und schreist und hysterisch wirst. Und da brauchst du jemanden in deiner Nähe, der das halten kann, der nicht auch in Panik gerät, sondern der einfach nur bei dir ist. Und wenn du diesen Menschen in die Augen schaust, während du hysterisch weinst und schreist, fühlst du dich wieder sicher und dann fängt die Heilung in deinem Körper an, weil du dich in dem Moment sicher fühlst und der Körper das Gefühl hat, okay, jetzt können die Emotionen raus, lass sie raus. Du darfst jetzt schreien, du darfst weinen. Du darfst schimpfen, du darfst hysterisch sein. Du darfst alles zulassen. Du bist sicher, weil dieser Mensch wird dich nicht verurteilen, wird dich nicht schlagen, wird dich nicht bestrafen, wird dich nicht ablehnen. Und deswegen geht man ja oft zu Therapeuten. Und die meisten haben das Geld nicht, die meisten haben die Zeit nicht. Kannst du das mit deinem Bruder, mit deiner Schwester, mit einem Freund, mit einer Freundin machen, diese Übungen? So, jetzt überlege ich gerade, das ist eine gute Idee zu sagen, hier machen solche Übungen, aber ich möchte den Menschen helfen, so gut es geht, für diejenigen, die einfach nicht können. Es gibt genug, die können nicht. Dann ist es ein Weg, den du machen kannst. Professionelle Hilfe ist immer besser, weil die genau wissen, wie sie dich wieder beruhigen können. Weil sie genau wissen, wenn du einen Anfall hast, wie sie dich zurückholen können. Das kann halt eine Freundin vielleicht nicht oder eine Mutter. Die gerät dann echt in Panik und dann muss ein Krankenwagen her und so weiter und so fort. Also so schlimm kann es tatsächlich sein, dass ja, das System komplett zusammenbricht, dein Körpersystem. Und deshalb ist ein Therapeut immer richtig gut. Ansonsten probier es mit deiner Freundin. Und ja, da könnte ich jetzt nur so viel sagen. Viele lassen ihre Emotionen nicht zu. Es ist eine Sicherheit des Körpers, der dann sagt, nein, sonst brichst du zusammen. Aber es wird ständig kompensiert. Es wird ständig kompensiert mit anderen Dingen. Kannst dich ja beobachten, ist bei jedem was anders. Workaholic, viel, viel arbeiten. Ich bin so ein Typ, der dann ganz, ganz viel arbeitet, ganz viel trainiert, total auf die Ernährung achtet. Muss immer perfekt sein, alles im Außen, wenn es im Innen total durcheinander ist. Klar, wenn ich achtsam und bewusst bin, kann ich es auch perfekt machen. Aber wenn ich komplett unbewusst bin, kann ich es perfekt machen, um zu kompensieren, dass es in mir unperfekt ist, dass in mir etwas nicht in Ordnung ist. Es können verschiedene Mechanismen sein, wie du kompensierst, ja, sei es Alkohol, Drogen, Fremdgehen, Lügen, Klauen, ja, depressiv sein, traurig sein, opfermäßig immer durch den Alltag gehen, weil man da Aufmerksamkeit bekommt. Also jeder reagiert anders auf ein Trauma. Es gibt Menschen, die haben ganz schlimme Sachen erlebt und trotzdem haben sie es sehr gut verarbeiten können. Ist auch kein Zeichen, dass sie stärker sind aus ihrer Persönlichkeit. Es ist einfach, jeder geht anders mit einem Trauma um. Jeder geht anders mit, nicht, das heißt Trauma, das hört sich jetzt auch so an. Also jeder geht anders mit seinen Erfahrungen um, die negativ waren, die sehr schmerzhaft waren. Jeder reagiert anders darauf, der eine so, der andere so. Deshalb kann man in einem Video nie generell eine Sache mitgeben und sagen, mach nur das. Ne? Das ist verschieden. Deswegen ist es immer so gut, wenn man in ein Gespräch geht. Ein bisschen Werbung jetzt für meine Coachings, wenn du Interesse hast an einer Zusammenarbeit. Unten ist ein Link, kannst dich sehr, sehr gerne melden. Ansonsten, ja, lass mir gerne einen Daumen nach oben.
wenn dir das Video was gebracht hat. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und bis bald zu einem der nächsten Videos.